Hi, Lilio, liebe Freunde von Backen ist nicht Kochen. Heute eine absolut schnelle Nummer. Und was für Männerschnupfen. Und zwar ist das hier ein Eierbier. Und zwar nach dem Rezept von meiner Uroma. Wie das funktioniert, was er dazu braucht, das seht ihr in dem Video. Ich wünsche euch richtig viel Spaß dabei. Absolut überschaubare Zutatenliste. Brauchen ein gutes Bier. Könnt ihr das Bier nehmen, was ihr am allerliebsten trinkt? Dann brauchen wir Eier, Zucker, ein klein wenig Zimt und einen guten Rum. Und jetzt fangen wir an. Und zwar setzen wir uns erstmal einen Topf auf und nehmen unseren speziellen Bierflaschenöffner dazu. Und da brauche ich jetzt hier erstmal anderthalb Flaschen. Und diese anderthalb Flaschen, die genauen Mengen natürlich wie immer unten unterm Video, die gehen jetzt hier erstmal in den Topf hinein. Das Schöne bei der Variante ist, dass ich nur anderthalb Flaschen Bier brauche. Weil ich nämlich beim Vorstellen der Zutaten keinen Kochwein hatte, nehme ich diesmal ein Kochbier. Schmeckt auch fein. So, also zu dem Bier kommt jetzt hier die Zimtstange und unser Zucker dazu. Und das Ganze wird jetzt aufgewärmt, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Und während das passiert, und ihr seht schon, das wird heute eine richtig schnelle Nummer, werden die Eier, zwei Stück an der Zahl, mit dem Schneebesen, und das dauert jetzt am längsten, richtig schaumig aufgeschlagen. Ich sag mal, das habe ich ohne Quatsch von meiner Uroma. Wenn ich da so als Knirps leichte Erkältungserscheinungen hatte, und als Mann oder Junge hat man ja immer einen ganz besonders fiesen Männerschnupfen, hat mir meine Oma immer Eierbier gemacht. Und ich sag mal, das hat wirklich geholfen. So, zwischendrin schauen wir mal nach, was der Zucker hier im Bier macht. Ne? Da braucht man ein klein wenig. Es sollte nicht kochen und auch nicht wirklich weit über 70 Grad werden, weil ansonsten löst sich ja der ganze schöne Alkohol aus der Flüssigkeit und verdampft. Und wer will das schon? Aber natürlich kann man nicht verhindern, dass bei so einer Erhitzung der Alkohol teilweise verfliegt. Aber da haben wir ja hier noch den Rum. Um da ein bisschen gegenzusteuern und diesen Alkoholverlust wieder auszugleichen. Überall, wo wir Zucker dran haben, darf auch eine kleine Prise Salz nicht fehlen. Einfach um den Geschmack etwas abzurunden. Jetzt lasse ich das hier so, ja, noch 2, 3 Minuten lasse ich das noch warm werden, damit sich das Aroma von der Zimtrinde hier auch schön entfalten kann. Und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. So, das Ei ist wunderbar schaumig gerührt. Jetzt kommt da hier unser Rum dazu. Wird auch noch mal kurz untergerührt. Hat schon eine richtig schön fluffige Konsistenz. Jetzt nehme ich mir hier das Bier, fische die Zimtstange raus. Und jetzt wird unter zügigem Weiterrühren diese Eimischung hier eingerührt. So, der ganze Zauber ist jetzt schon vorbei. Und jetzt kann man diese ganze Sache, wenn man ganz, ganz richtig dolle krank ist, warm trinken oder man kann es auch kalt trinken. Das ist nämlich der Vorteil bei dieser ganzen Geschichte. Und
ich werde das jetzt warm probieren, nicht weil ich ganz, ganz krank bin, sondern weil ich einfach wissen will, wie es schmeckt. Und dazu nehme ich mir doch mal hier spontan ein Glas und fülle das ab. Und dann sieht die ganze Sache ungefähr so aus. Perfekt. Warmes Eierbier, was Besseres gibt es gar nicht. Deswegen probieren wir die Sache jetzt und ich sag mal im wahrsten Sinne des Wortes auf euch. Feini, feini. Das schmeckt wirklich so wie das, was mir meine Uroma früher gegeben hat, wenn der kleine Stefan wirklich sehr, sehr krank war. Aber nicht immer. Feine Sache, kann man auch wunderbar kalt trinken. Erinnert so ein klein wenig an Eierpunsch. Falls euch dieses kurze Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Den einen oder anderen wohlwollenden Kommentar. Läutet die Glocke, lasst mir ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. Tschüss.